Sound microphone muted. So, hallo Zuschauer oder Zuschauerinnen, ob auf YouTube oder in-game. Wir haben ein schönes Spiel, nämlich The Dead Generation gegen Schönes Ding. NFL League Season 1, wie immer. So, wir haben Team The Dead Generation hat mit für Fork Gehate noch die meisten Spiele gespielt. Ist aber auf Platz 1 mit 11-1-1. Wobei Schönes Ding auf Platz 14 ist mit 3-3-5. Wir werden sehen, inwieweit sich das auf das Spiel auswirken wird. So. Die Bannphase. Oh, ja. Ich mach mal meinen Netgrafen aus. So. Okay. Das erste Federal League wieder nach dem International, beziehungsweise nach dem relativ enttäuschenden Finale. Mal wieder reinkommen. Mal gespannt. Mirana Tinker Bands sind interessante Bands als Dead Generation, die like in Doom relativ auf der sicheren Seite sind. Trotzdem Chinese Dodo des Montags vom International Finale, Void und Tidehunter, im Gegensatz zu den üblichen Shadow Shaman, Prophet, sonstigen Gedöns. Von daher wird das wohl, oh ja, wird das definitiv im Meta der Gruppenphase vom International 4 sein. Und nicht so mehr Richtung Finale. Ja, okay, es sind keine wirklichen Überraschungen da. Last Faces Void, Skywrath Mage, eine sichere Combo, die der Generation wahrscheinlich relativ easy exekuten wird. Und Tidehunter Razor auf der Seite von Schönes Ding. Womit sie auf jeden Fall starke Lanes haben. Das bei der Generation halt von der Void Offlane abhängig ist. Und ja, Skywrath Mage ist, kann wohl die Lane bzw. den Tidehunter hier solo harassen. Von daher hat der Generation vielleicht hier die Option, noch einen Jungler zu picken. Oder einen Roamer. Oder sowas. Wir werden sehen. Wraith King hier schon mal rausgepickt. Ja, kann man nicht so einfach bursten, ist blöd. Und würde in das tankige Lineup ein schönes Ding noch relativ gut reinpassen. Krobulus als Chrono-Ulti dagegen gepickt, beziehungsweise gebannt. Mal schauen. Bla. Jupp. Shadow Demon wird hier noch gebannt. Das, okay. Ist interessant. Weil ich jetzt noch nicht so wirklich die Kombo damit sehe. Aber, naja, kann man machen. Vielleicht lässt das so ein bisschen auf die Picks raussehen. Naja, dass es zumindest keine Defensive Disruption gibt. Schönes Ding geht hier sicher mit dem Shadow Shaman. Ja, es würde mich nicht überraschen, wenn ein Sand King hier noch von der Generation reinkommen würde. Wahrscheinlich ein Sand King, ein Carry und ein Midlaner kommt noch. Ja, schönes Ding. Band dagegen schon mal den Rubik. Rubik wäre hier auf beiden Seiten relativ interessant. Hat coole Steals. Wäre auch für schönes Ding interessant geworden, den zu picken. Aber vielleicht gehen sie mit vielleicht ein bisschen mehr greedy. Invoker hier, schön. Das ist ein schönes von der Generation. Kann man schön in die Krone bursten. Und mit dem Sunstrike haben sie halt auch was, was auf Level 6 Krone dann schon ein Kill sein dürfte. Schönes Ding geht hier. Haben quasi die Karten auf den Tisch gelegt. Haben gesagt, oh, okay, push it is. Und pushen hier mit dem Pugner und dem Shadow Shaman Combo zusammen. Mal gespannt, wie das sein wird. Faceless Void ist nicht der beste Lane-Konterer. Um nicht zu sagen, einer der schlechtesten. Denn, naja, Counter-Push hast du nicht. Wegspringen, ja, du kannst halt irgendwie Creeps aggro und dann wegspringen. Aber wenn Shadow Shaman dich halt vorher scheckelt, ja, ist es immer so ein bisschen trickreich. Daher könnte schönes Ding vielleicht auf der Safe Lane einen Vorteil dort haben, dadurch, dass sie halt relativ schnell pushen können. So die Frage, was für ein Support, die sie noch dazu picken. Dürfte damit aber halt Razor Mitte, Tidehunter Offlane. Und als Support, der noch ein bisschen pushen kann, Sword Prophet gehe ich mal nicht von aus, von daher keine Ahnung, was sonst so passt. Dead Generation geht hier mit dem Ember in der Mitte. Gefällt mir sehr gut, war auch ja, ein relativ oft gepickter Held. Hat den Counter-Push mit den Chain of Fist, aber ja, dürfte auch Level 6 zumindest online kommen. Aber ab dann
dürfte schönes Ding Probleme haben, den zu catchen. Denn sie haben ein bisschen Burst schon noch. Durch Pugner, Shadow Shaman und Tidehunter. Lockdown haben sie auch. Die Frage ist halt, ob es genug hast. Besonders wenn ein Invoker und ein Faceless Void da halt irgendwie rummachen. Auf jeden Fall haben sie mit dem Ember und mit dem Invoker halt genug Damage für Necrono. Und Scareth Mage ist halt auch nicht schlecht. Also Damage würde ich sagen, fehlt Damage Generation nicht. Das haben sie schönes Ding auch gesagt. Die haben gesagt, ein More Damage durch die AA wäre ein bisschen blöd. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier irgendwas im Jungle kommt. Irgendwas mobileres als eine AA. Weil der Scareth Mage wahrscheinlich genug sein sollte auf der Lane, um die Lane zu gewinnen. Leshrac als schönen, ja, definitiv schönen, ja, Laner hier und der mit dem Push unterstützen würde, rausgebannt. Schöner Ban auf jeden Fall. Dann in dem Licht wird man wahrscheinlich auch den Shadow Demon Ban sehen. So eine Combo, die relativ oft von VG gepickt wurde. Vielleicht hat er der Generation gesagt, ach, wir haben doch wahrscheinlich, wir sind doch nur die ganze Zeit hier, die picken nur das International nach und bannen das mal. Aber wenn man nichts anderes zu bannen hat, ist es eigentlich stabiler Ban, weil warum nicht? Tjo, also die Generation könnten Shangha vertragen, schönes Ding im Prinzip auch, wobei ein bisschen mehr Push noch irgendwie da cool wäre. Mir fällt jetzt nichts unbedingt ein, was dann nach dem Push unterstützen würde. Ja, vielleicht auch einfach nur ein Lion oder sowas. Denn bisher ist von der Generation fast alles squishy. Da Faceless Void, wenn er gute Backtracks hat. Earthshaker. Ja, aber ich sehe nicht so wirklich, dass... Also, der Generation haben einen anderen Teamfight, als das Earthshaker das sein könnte. Weil sie stehen alle nicht grouped. Sie haben die Chrono zum Vorne sein und den Ember zum Zone. Mit dem mit den Chains, dass sie halt hinten hält. Und der Rest bratzt da halt rein. Klar könnte Earthshaker hat eine sehr große Initiation Range. Vielleicht wäre das aber auch tatsächlich das Ding, was schönes Ding braucht. Dass sie halt eine Long Range Initiation haben, um halt überhaupt ranzukommen. Aber sie picken jetzt einen schönen Support Archie, der dann vorne stehen kann und das ganze Ding tanken kann. Von daher gefällt mir das auch sehr gut. Aber der Generation ist... Beide Teams sind natürlich, haben gut genug einen Draft. Von daher, Execution. Ich bin mal gespannt, ob der Earthshaker halt da die Plays machen kann. Auf dem Void ist es halt nicht schlecht, weil dann, wenn es schnell genug ist, die Shackles halt danach folgen können und zumindest sehr schön sehr viel Damage raushauen können. Und schauen wir mal. Und gehen dann gleich in-game, in-game, in-game. Aber beide Teams überlegen sich noch Dinge, keine Ahnung. Die Lanes sind relativ klar, glaube ich. Aber, ja. Vielleicht machen sie noch was anderes oder warten einfach nur so ab. So. Ja, Offlane Faceless Void. Invoker wird wohl Mitte gehen. Ja, Ember ist... So, ja gut, Ember kann auch Mitte. Ja, stimmt, klar, Ember ist Mitte. Mein Gott. Mit dem Pullman's Shield und den gepulten Tangos ist er dann Mitte. Und den Walker Safe Lane das Ganze. Scareth Mage geht nach oben, gibt den Warden geht zurück auf der Seite von SD. Haben wir erstmal Jungle Death. Und natürlich den Admiral Wobster. Der mal gerade seine Hotkeys machen muss. Mann, Mann, Mann. Ja, geht halt auf die Offlane. Wir haben einen Gangnam Style. Anyway, wir haben einen Razor, der interessant. Also ich hätte jetzt erwartet, dass er halt irgendwie Tangos gepult bekommt. Vielleicht sind die Swords aber bisher noch nicht reingekommen und Akkulis sind hinterhergelaufen. In die Mitte sollte er vielleicht Tangos gepult werden. Ah, da kommen die Tangos gepult und wunderbar. Damit ist er halt auch in die Mitte und die Lanes dürften klar sein. Mal schauen, ob der Void gewardet bekommt. Dürfte schwierig werden, aber vielleicht wardet er auch einfach hier, weil es nicht gesehen wird. Ja, okay. Ja, ist der jetzt gesehen, hat den Void da unten hergehen gesehen. Damit ist der D-Ward relativ klar. Und das ist schon mal so ein Lane-Vorteil auf jeden Fall für SD. Er hat halt an der Stelle die Runen-Ward. Und natürlich eine relativ sichere Ward gegen den Scareth Mage, der halt immer versuchen wird, halt irgendwie hier hinzugehen.
Andererseits muss man natürlich auch sagen, oder generell muss man sagen, es sind beides ja relativ gute Ganker. Bonnie könnte hier das First Blood bekommen. Na, muss da ganz schnell abhauen. Er sollte aber okay sein. Da. Einen guten Block? Nee. Oh, doch. Doch, der Scarif Mage hat ziemlich viel genug. Das sollte. Oh, okay. Das war knapp. 130 Damage, 60 mit Multiplayer. Ja, hätte nicht ganz gereicht, wahrscheinlich. Hätte nicht ganz gereicht und naja. Gut. Die Pinks kommen halt aus, ob hier vielleicht ein Ward steht, aber. Der Ronizel hat keinen Ward mehr, beziehungsweise hat keinen. Andererseits ist das hier. Ha, der Ward ist hier. Er kam doch hier ran, okay, er ist hier direkt umgedreht. Anyway, dadurch sieht natürlich SD jetzt hier, dass die Rotation kommen. Sentry Wards sind keine vorhanden. Kommen auch nicht im Kurier. Dann müssen sie gucken. Solo Invoker, ja. Rotating Duo. Bin mal gespannt, wie das Ding von Dead Generation läuft. Ja, wird ein bisschen gestaked und dann muss halt auf jeden Fall der Foxe aufpassen. Da glaube ich nicht mit einer Aggro-Trailer rechnet. Oh, First Hit Bash und dann ist der natürlich direkt das First Blood. Schön gespielt von Dead Generation, andererseits hat natürlich da SD geschlafen, weil, naja, es sind halt Rotating Supports. Sie haben auch keinerlei Wards. Also gut, sie haben es gesehen, dass sie quasi nach oben gehen. Aber dadurch war Foxe halt zu weit nach vorne. Müssen wir auf den Carry aufpassen. Mit dem Invoker Safe Lane hätten sie vielleicht sehen können, dass es halt irgendwie aggressive geht. Trotzdem natürlich, Ronizel musste halt erstmal zurückgehen. Und Spinnert hat halt leider gestackt. Anstatt irgendwie da vielleicht. Er hätte in dem Sinne auch nicht viel tun können. Es war halt ein relativ schnelles Go mit dem First Hit Bash vom Faceless Void, war das klar. Okay, ein Go geht hier. Können sie sich entscheiden? Sie können sich nicht entscheiden. Oh, schöne Fischer. Schöne Fischer, aber reingehen können sie da trotzdem nicht. Oh, 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 da muss er aufpassen mit der Vision. Oh, ja, das ist er leider wieder tot. Hm, das war natürlich blöd. So weit hinten und die Supports kommen auch einfach nicht ran. Sie kommen nicht ran und werden halt zu zweit einfach so abgeräumt. Übel, übel, übel. Die Lanes fallen vollkommen auseinander. Sie kommen auch nicht mehr wirklich hier klar, dass überhaupt wieder auf die Lane kommen. Fischer wird hier hingesetzt und nichts passiert. Dadurch hat der Earthshaker auch wieder keine Mana mehr für eine Fischer. Und sie müssen halt hier auch auf jeden Fall jetzt durch die Fischer halt wesentlich vorsichtiger spielen. Die Mitte verliert gerade Akul gegen den Ember. War zwar knapp, aber hatte dann doch zum Glück für den Ember auf jeden Fall den Vorteil und damit auch den Kill für den Ember bekommen. Ich weiß nicht, ob der Razor zu weit vorne war, ob es halt nicht so ganz gepasst hat. Smoke von Dead Generation. Mal gucken, ob sie nach unten gehen oder nach oben gehen. Aber es wird wohl der nächste Kill auf den Razor sein sollen. Mal schauen, ob sie es Erfolg haben. Ich habe 3 Minuten drin, 4-0. Das Rotating Duo funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ah, okay, dann. Ja, er hat irgendwie hier versucht, den Schritt nach vorne zu machen. Hätte quasi glücklicherweise den Sunstrike gedodged. Dadurch war aber generell ein Feeling von ihm, nach da zu gehen. Ich weiß nicht, die Supports hat er wahrscheinlich zu spät gesehen. Hätte halt ganz schnell, genau, da kommen auch schon die Drawings davon, er hätte auf jeden Fall hierher gehen müssen. Hat er zu spät gesehen, hätte für beides quasi den Sunstrike gedodged. Aber dadurch, dass er sich in die falsche Richtung entschieden hat, ist er dann halt auch noch tatsächlich gestorben. Und hat den Sunstrike sogar noch mitgenommen. Aber man hat auch gesehen, dass der Damage hätte sonst halt nicht gereicht. Invoker kann natürlich den Titaner ziemlich gut harassen. Kommt hier mit den Face Boots, die noch nicht da sind. Ich muss gerade sagen, kommt ja auch nicht so ganz nah ran. Aber generell ist es halt so, Titaner muss harassen, bevor oder während die Face Boots rauskommen. Da danach halt einfach nur weggelaufen werden kann. Titaner muss für den Anchor Smash rankommen. Und kommt das halt hier nur relativ schwierig, ohne geharassed zu werden. Hier ist Thron unten. Razor bekommt das. Mal schauen, ob er damit irgendwas machen kann. Sollte aber nicht. Ember Spirit ist auch schon Level 6, kann er dafür wegspringen. Damit hat das alles getan. Oben wird bestimmt jetzt irgendwas passieren. Ein Go wird hier gemacht. Schöne Fische. Wird hier. Ah. War ganz knapp. Hätte quasi locker raushalten können, wenn die Stunts nicht so overlapped gewesen wären. Hätte das tatsächlich einen Kill auf einen Alchemist bekommen, weil er sich dann selber gestunt hat. Akku dürfte hier den Counterkill bekommen, wird nämlich einfach diven und. Genau, bekommt den Kill 6-1 für SD.
Mal gucken, ob der Razor hier noch hinterherläuft, hat aber fast keine Haste mehr. Mal schauen, wird er hier die Haste benutzen, um wieder in die Basis zu bekommen. Da hätte es die mehr bekommen können. Aber der Generation nicht wirklich. Die Fischer kamen halt gut, sie haben wahrscheinlich nicht alle Supports gesehen. Schöne Fischer, wenn der Shadow Charm noch ein bisschen weniger, wenn er ein bisschen mehr Absprache gewesen wäre, wäre da auch noch mehr gewesen, mehr drin gewesen. Aber immerhin hat es dir so ein bisschen gezeigt, dass er halt nicht alles mit sich auf der Trial machen lassen. Ember Spirit ist auch sehr, also mit den Leben doch sehr aggressiv da vorne. Und hat aber auch gesehen so, okay, ich habe die Lane, relativ unter Kontrolle und ich lasse mir hier nichts wagen. Jo, Tata da kümmert sich hier ein bisschen um seine Stacks. Skywrath merkt das hier. Kommt genau zum Pull-Timing quasi hin und schmeißt ihn halt auch wieder aus der Lane. Und kann da doch sehr, sehr gut harrison. Niemand hat dann da ohne Regen, muss halt jetzt auch zurück zur Base. Tja, Void ist hier relativ weit außen. Oh. Ja, Fischer? Fischer? Willst du nicht den Mate rechnen? Krass, okay. Das hat überraschend geklappt, weil, ja, Ronizel hat es hier vollkommen verschlafen und das hätte eigentlich ein Kill auf den Shadow Charm sein können, obwohl es halt ein eindeutiges war. Ah, Razor, unten habe ich die Action verpasst. Auf jeden Fall halt oben. Misplay vom Earthshaker, da die Fischer halt nicht zu machen, obwohl Void da drin war. War zu greedy, wollte halt nach der Fischer den stunnen. Aber mit dem Sunstrike hätten sie der fast halt genug Damage gehabt. Es war sehr glücklich für SD, dass das nicht schlechter ausgelaufen wäre. Abgelaufen ist. Ja, Razor kam reingeportet auf den Tidehunter. Ravage wurde nicht benutzt. Wait, what? Oh, das war ein Double Kill. Nee, Quatsch. Razor hat Ember getötet, aber Skywrath hat Razor getötet, so was. Jetzt sollten sie vielleicht. Okay, nee. Wir haben keinen Stun mehr auf dem. Der Earthshaker ist da leider noch komplett ohne Mana drin. Ich weiß nicht, was das soll. So haben sie ja 3-2-1 geschwätet. Sehr, sehr lucky, dass da überhaupt noch der Kill bekommen hatte. Aber ich weiß nicht. Irgendwie ist sich SD da nicht sicher, was sie können. Und sie können halt in dem Sinne halt leider auch nichts, wenn der Earthshaker halt keinen Mana hat. Ist Level 2, da fehlt ja noch ein Punkt. Eventuell sogar für den Enchant-Totem, weil das Wichtigste gerade ist, dass der Alchemist einfach im Stun gestört wird und der Stunlock da. Gut, es sind 0,6 Sekunden. Aber halt die Fischer, eine Sekunde ranlaufen, Enchant Totem. Und dann die Shackles sind vielleicht da wichtiger als der zweite, das bisschen halt mehr im Damage von der Fischer. Aber muss mal gucken, wie sich Ronny dafür entscheidet. Auf jeden Fall ja. SD wusste, also Dead Generation wusste da mehr, was sie halt damit anzufangen. Akko battelt sich hier ein bisschen mit dem Ember und der Ember weiß halt ganz klar: erstens kann er ihn solo töten, einfach so. Weil Shear to Ember, Flameguard. Und zweitens kann er halt auch immer rausspringen, wenn der Damage oder eine Rotation fehlt. Und mit der Regeneration ohne war das halt. Gut, wusste er nicht. Sorry, okay. Ravage kommt noch gerade so raus, die Fischer trifft niemanden. Und der Generation läuft dann einfach mal so weg. Hit and Run. Und das, obwohl die Ravage da war und eine Fischer da war. Ist ja schon krass, wie sich das die hier so ein bisschen ausziehen lässt. Ja, wenn man auf die Stats guckt, ist es nicht verwunderlich. Dennoch, der Generation geht halt irgendwie rein und wissen halt genau, was sie können. Wohingegen SD halt irgendwie hier rum ist. Sich halt auch hier einfach mal. Müssen sich halt hier einfach ausziehen. Sie sind natürlich am Tower. Aber sie sehen halt auch nicht, dass es nicht reicht, am Tower zu stehen. So defensivmäßig. Dass sie doch einfach gedived werden. Oder vielleicht ein bisschen zu viel ist. Hm. Nicht gerade die beste Umgebung hier. Massive Smokes kommen wieder raus. Der Generation sagt, es funktioniert. Und außerdem, ja, wenn sie jetzt noch ein bisschen mehr roamen, haben sie quasi den letzten Sargnagel gesetzt. Nicht gehittet. Ja.
Stats könnten wir auch mal einblenden. Wir haben erstaunlich wenige Lasts jetzt für die Minute. Andererseits Invoker hat fast 100% wahrscheinlich. Extrem viel, 1-1 dürfte auch ein Networth weit sein. Ja, weit oben, aber doch nicht so weit vom Void entfernt. Andererseits natürlich hat der Void mehr Kills, nämlich 4-0. 4-0-5 als Offlane-Void. Ja gut, okay, Aggro. Aggro-Try-Void mit meistens Support da. Es war natürlich ein ja, Roaming-Duo. Und Ember ist wieder auf der Jagd. Mal schauen, ob er jemanden findet. Diesmal ist SD quasi vorbereitet und sagt sich, okay, wir können hier nicht bleiben. Erstens kann der Void halt soloen. Ich habe so geguckt, ob er vielleicht in diesen Wurz hängt, aber nein, er ist hier oben in den Wurz. Ja, und Foxer kommt jetzt dahin, um sich mit ihm zu paaren, neben ihm zu stehen. Nee, okay, ist doch ein bisschen aggressiver. Müssen Sie aufpassen, Sie haben gesehen, dass der Ember zurückgegangen ist. Der Ward hier leistet gute Dienste. Also, dieser Ward hier. Und Chrono kommt rein, ist sehr schön auseinandergegangen. Oh. Schöne... Oh, da können Sie vielleicht sogar turnen. Na, Shackle, na? Oh, Miscommunication, Spinner ist zurückgelaufen, obwohl sie da hätten einen Kill bekommen können. Ember Spirit, meanwhile, tötet Tidehunter und Razor solo. Ember? Ja, in der Mitte, ne? Ja. Okay. Solo bekommen, ohne Ravage. Aber naja. Schade oben auf der Toplane. Man sieht halt so ein bisschen wieder, dass die Miscommunication da das meiste ist, was halt so fehlt. Denn, ja, Degeneration hatte da tatsächlich gerade einen Fehler gemacht. Sie musste in dem Sinne Chronon. Aber hätte tatsächlich auch mit dem Decrapify ohne das Decrapify erst recht zu wenig Damage gehabt. Denn das Decrapify, soweit ich das gesehen habe, lief auf den Shadow Shaman. Bin ich mir nicht ganz so sicher. 2 Sekunden könnte ich auch einfach auf dem Void übersehen haben. Aber ich glaube, das war auf den Shadow Shaman. Ah, ich bin mir nicht sicher. Aber ja. Dadurch dachte ich, dass es halt Bonus-Damage durch den Stunts-Track gegeben hatte und das dementsprechend das dann halt schon so viel Damage gewesen ist, wie Degeneration hätte tun können. Whatever. Degeneration, man sieht's hier, confident as fuck, sind sehr tief in den Wurz drin. Sie versuchen hier im Ember, aber Flameguard kriegen halt auch einfach nicht tot. Und sogar der Blast ist hier gelöscht worden. 2 einzige Swords sind da hier drin. Sunstrike Mist, aber es reicht natürlich auch so aus. Ember Spirit hat auch einfach mal Chains drauf und geht weg, weil er weiß, wie viel Damage seine Chains halt machen. Tim muss sogar... Oh, das war sehr knapp. Da sollte er vielleicht raus, Defin. Bobster, du solltest da weg. Okay, nein, zu spät. Na gut, okay. Das war sehr knapp. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht zugetraut. Also, dass er da die Ravage geblown hatte, dachte ich, wäre halt so krasses, egoistisches Fable gewesen. Okay. Na, ja, das zweite Decrapify auf dem Void ist. Gehe ich auch mal davon aus, dass das erste Decrapify auf dem Void ist. Schöner Sunstrike Dodge. In dem Sinne hat Leute auch, naja, First Bash und Insta-Kill. Ah, knapp. Okay. Die Fischer wäre vielleicht rechtzeitig gekommen, dass Shadow Shaman nochmal ein bisschen britzeln hätte können. Aber generell, Degeneration geht halt rein, geht passend halt wieder raus, wenn SD kommt und geht dann halt genau an der Stelle wieder rein, wo es wehtut, beziehungsweise wo SD halt ihre Schwachstellen halt irgendwie hat. Passend Support, die Supports kommen dann halt irgendwie von hinten. Wow, das ist knapp. Natürlich war Akku da wesentlich zu weit vorne. Und ja, sie wissen nicht, was sie können in dem Sinne oder was sie nicht können. Und sind extrem out of position, extrem aggressiv bei 23,5. Und halt irgendwie immer noch an den Stellen, wo sie halt Level, wie so nach 5 Minuten wären. Hier unten. Aber die Lane Stage ist vorbei. Der Generation 5-Man zwar nicht so wirklich, aber ist halt immer mit genau ausreichend vielen Heroes an den Plätzen, die es braucht. Und SD ist erstens halt hinten und zweitens sind sie viel zu weit vorne für die Anzahl an Heroes, die sie haben. Hm. Das sieht aber schon mal schlecht aus für SD und auf jeden Fall gut für Gen Generation. Concoction kommt hier rein. Oh, Blink. Daneben geblinkt, gerade Highground gegangen. Sehr schön, mal gucken, ob SD das hier turnen kann. Das Problem
Ja, ist halt nur das, da fehlt erstens mit den Crits. Warum war das ein Crit? Ne, das war nur normales Damage, okay. Boots of Travel, Staff of Visitors, ist jetzt ein Trollbild? Trollbilds von Teja? Naja. Not convinced. Klar funktioniert es im Spiel, aber irgendwie sieht das sehr, 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 sehr stark nach Trollbild aus. Immerhin haben sie ein Skyward Mage bekommen. Ist ja schon mal was. Für SD hier. Aber Tidehunter, 600 Gold. Der Ember Spirit, der einfach mal solo auf die Midlaner reingehen kann und töten kann. So. Don't care. Hm. Ach, Degen, komm. Seriously. Okay, das muss nicht unbedingt von der Generation sein. Ich weiß nicht, ob das. Weiß ich nicht. Fairplay hat damit nichts zu tun, aber. Ein bisschen cocky sind sie da. Ich nehme an, wenn. Oh. Mau. Okay, ich kenne SD nicht gut genug. Ich nehme an, wenn sie den Degen sehen, werden sie GG callen. Nein, sie tun es schon vorher. Richtiger Call, besonders mit dem Degen. Hätte ich auch einfach aus Protest einfach so GG gecallt. Nicht wirklich nett hier. Aber. Wenn man es kann. Auf jeden Fall halt ein gewonnenes Spiel für The Dead Generation nach 10 Minuten. Oder nach 8 Minuten oder 5 Minuten. Ja. Muss man natürlich dazu sein, dass es auch eine andere Liga ist. Sollte man objektiv auch sehen und hat man hier auch gesehen. Nichtsdestotrotz hat SD halt versucht, sich zu halten. Hat es an manchen Stellen halt auch geschafft, aber an den meisten Stellen hat sich die Absprache gefehlt und an vielen Stellen hätte es durch bessere Absprache tatsächlich wäre mehr passiert und hätten sie auch mehr machen können. Jo, ja. Am Draft hat das nichts zu tun. Einfach nur Execution und die Lanes liefen halt auch besser. Gut, wir sehen uns zu Spiel 2 der Generation gegen SCD.